Wenn ihr wissen wollt, wie man die Osmo Pocket 3 im Alltag nutzen kann, als Blogger zum Beispiel, ohne ständig immer wieder dieses Mikrofon anmachen zu müssen, dann bleibt jetzt mal dran. Ich werde es euch ganz kurz erklären. Es ist eigentlich eine ganz simple Sache. Also hier ist sie jetzt noch in dem kleinen Package drin. Also es ist einfach super genial, wie klein diese Kamera ist. Ja? Also das muss man einfach mal wieder sagen. Das ist einfach super geil. Kann man eigentlich so direkt in die Hosentasche stecken und dann geht der Spürkuss los. Ja? Also wenn man jetzt einfach am Bloggen ist, ne? Wenn jetzt irgendwie ein aufwendiger Dreh ist, dann darf eigentlich sozusagen Zeit keine Rolle spielen. Das Einzige, was mich jetzt so nervt beim Bloggen ist, na klar, man kann das interne Mikro nehmen, das ist aber für draußen, wenn es laut ist oder sowas, nicht so gut. Also kann man das DJI-Mic benutzen. Das kann man sich entweder hier dran kloppen oder es gibt noch ein Kabel, was man hier anschließen kann, um dann eine kleine Funke hier drunter zu haben. Also ein kleines Mikrofon, ein Ansteckmikrofon, um es genau zu sagen. Genau, hier ist ja auch so ein Windpuschel dabei, den man hier auch wunderbar in das Loch stecken kann und dann hat man tatsächlich Windschutz. So, im Endeffekt ist das auch alles überhaupt kein Thema. Das Geile ist, mit den mitgelieferten Osmo-Halterungen kann man hier direkt das Mikro eigentlich reinklappen und die Osmo einfach umgedreht einfach da reinstecken und dann hat man hier direkt ein quasi ready to go Setup sozusagen, ja. Und ja, das funktioniert eigentlich auch sehr gut, aber so, jetzt ist Folgendes. Wenn man jetzt ausmacht, ja, und dann wegsteckt und das Mikrofon auch ausmacht und dann loslegen will, muss man anmachen plus das Mikrofon anmachen. Das kann man, also man muss zwei Dinge tun. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt ist es auch schon bereit, also es geht super, super schnell, aber man muss es tun. Das heißt, wenn man das Mikrofon dann mal vergessen hat, ja, dann geht der Internetton, aber ja, genau. Das ist halt, und es ist halt kein Richtmikrofon, das heißt, ja, weiß ich nicht, wie das ist mit der Entfernung, ob es da nicht besser geht. Dafür habe ich mir überlegt, Folgendes. Es gibt zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt für zum Beispiel Handys oder für Geräte, die nur einen USB-Stecker haben, gibt es das Videomic von Rode. Das ist dieses Ding. Ich zeig's mal ein bisschen näher. Das finde ich ziemlich cool. Das habe ich mir vorhin mal geholt für mein iPhone. Dann kann ich das hier direkt dran stecken und kann so direkt reden. Allerdings habe ich gemerkt, dass ich das iPhone einfach überhaupt nicht oder seltener als Blog-Kamera nehme, mehr so als, ich brauche noch mal schnell ein paar Bilder. Aber eigentlich will ich mein iPhone auch als Telefon ein bisschen lassen und die Kameras arbeiten lassen, das, was sie tun sollen. Jedenfalls, dieses Videomic hat ja einen USB-C-Anschluss und damit kann man ja direkt ins Handy. Aber man kann auch, wenn man die Osmo so klein lässt, auch direkt in die Osmo reingehen. Das heißt, dann hat man auch direkt ein Mikrofon und siehe da, das funktioniert sogar. Das heißt, der zeigt jetzt sogar, dass der Pegel ankommt und das funktioniert wunderbar. Also den mitgelieferten Windpuschel kann man auch direkt hier anschließen, kann man direkt mal drauf machen und schon funktioniert das. Das ist der Test. Ich bin gerade mal kurz einfach rausgegangen und das Mikrofon ist jetzt quasi angeschlossen, das Rode Mikrofon. Und ja, ich glaube, man versteht mich ganz gut mit dem Windpuschel noch zusammen. Kann man so machen. Jetzt gibt es einen Nachteil, wenn man entweder die Osmo auf ein verlängertes Stativ oder ein Einhandstativ oder irgendwas drauf machen will, braucht man diesen Adapter oder halt den Batteriegriff. Nehmen wir einfach mal den Batteriegriff, der ist ein bisschen größer und der versorgt ja die Osmo auch mit Strom. Und dann hat man hier unten ein Gewinde und kann zum Beispiel dann auch zum Stehen der Osmo was anschließen. Also eine Spinne anschließen. So nenne ich das jetzt einfach mal. Genau. Das Problem ist jetzt allerdings,
dass jetzt der USB-C-Platz verdeckt ist und der nächste USB-C-Platz ist hier hinten. Wenn ich also jetzt das Mikrofon hier hin anschließe, dann zeigt das tatsächlich nach oben oder jeweils nach unten. Das bringt jetzt nicht so viel. Deswegen habe ich mir überlegt, es muss doch da Möglichkeiten geben, da um die Ecke zu gehen, ohne dass man jetzt ein Kabel und eine Befestigung irgendwie noch befestigen muss. Es gibt bei Amazon, ich kann das gerne auch nochmal unten verlinken, gibt es solche kleinen Adapter. Ist jetzt ein bisschen überbelichtet, weil jetzt gerade von draußen die Sonne noch zusätzlich reinscheint. Und wie man sieht, guckt das um die Ecke. Ich gehe jetzt einfach mal mit der Kamera näher dran. Ich schwenke die mal jetzt hier nach unten. Wir sehen hier die Osmo. Wir sehen hier den kleinen Adapter, der quasi mit seinem USB-Verlängerung um die Ecke geht. Und wenn ich das jetzt hier anschließe, wir machen es mal so rum, dann sehen wir, können wir das DJI-Mic, sorry für die ganze Unschärfe, ich glaube, ich muss mal die Blende ein bisschen runterdrehen, dann kann man das besser sehen. So. Genau, dann sehen wir, dass das jetzt hier wunderbar hier wieder dran kann. Und siehe da, das Mikrofon ist wieder zurück. Finde ich eine super, super Sache. Und mache es jetzt doch nochmal auf die andere Seite. Das finde ich irgendwie logischer, weil man ja, wenn man Rechtshänder ist, rechts greift. Aber man kann das auch schön zum als Linkshänder machen. Das heißt, und das funktioniert auch. Wir sehen, der Pegel kommt an. Und ich habe es auch schon nochmal getestet. Jetzt habe ich das Mikrofon nochmal mit dem USB-C-Adapter angeschlossen und es funktioniert auch. Ich habe allerdings noch einen Hinweis, der ganz wichtig ist. Wenn ihr den Zusatzakku anschließt und der ist leer, funktioniert das über den USB-C-Anschluss nicht mehr. Es kommt kein Pegel mehr an. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in meine Osmo 3-Welt gefallen. Und ja, freut mich, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und weiterhin dabei bleibt. Als nächstes kommt ein Film, da war ich bei der Abenteuer Allrad mit dabei. Habe da eine Firma gedreht und habe ein bisschen mit der Osmo gefilmt, wie ich über das Messegelände laufe oder auch über die Camp Area. Dann kommt noch ein Film, da war ich mit der Firma Space Camper auf einem Campingplatz und der musste geräumt werden wegen Hochwasser. Also bleibt gerne dran, würde mich sehr, sehr freuen, auch Feedback von euch zu hören. Und genau, bis bald. Tschüss.